herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Cones. Vielleicht unser letzter, vielleicht unser vorletzter Part. Wir werden sehen. Und sind schon sehr aufgeregt und gespannt, wie der Boss jetzt hier wird. Ja, oh mein Gott. Hallo, ich bin der Fabian. Die kenne ich, glaube ich, schon inzwischen. Das ist Wario. Wario ist doof. Du musst ja auch noch ein paar Mal draufhauen, ohne dich gleich sterben zu lassen. Das Problem ist, der ist stark. Der weiß, was er tut. Ich weiß auch, was du tust. Ja, das ist immer der Wunsch, ne? Nein, kopiert der mich? Kopiert mich dieser Wichser oder ist der einfach nur verflucht schnell? Er ist verflucht schnell. Also, dieser. Double it up. Stimmt, Bowser gabst du derzeit noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Die Aussage von der komplette Bockmist ist mir auch nie irgendwie Sinn hat. Alter, Digga, es bringt auch seinen Grund drauf, der kommt ehrlich drauf, so schnell. Aber kann ich aber auch nicht auf ihn drauf springen. Doch, wenn es so wie gerade in der Nähe ist und kommt einmal noch. Ich weiß nicht, ob er. Er ist gegangen. Das war jetzt nicht der Endfight, sondern er ist einfach nur gegangen. Hol dir das Ding und dann einfach das Beiß haben. Ja, aber der Wichser ist einfach gegangen. Ich dachte so, ja, easy, und dann geht der Wichser. Oh oh. Oh nein. Das Problem ist, ja, der muss den dann treffen, wenn der gerade auf dem Boden ist und mich auch nicht drauf. Ja, ja, aber das Problem ist, der hat ja Bomben, die kommt ja nur auf den Boden, wenn er Bomben, wenn die Bomben gerade, die Bomben, die auch mich angreifen und aua und überhaupt alles ganz schlimm. Ich hab ja auch kein. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, immer weiß How-To. Danke. Dass die dem auch sowas gegeben haben, ist echt unfair. Da kann ich einfach dieselben Vorteile haben wie ich. Ja, ernsthaft. Guck ihn dir doch an. Ja, dann erschlägt mich schon wieder die Bombe. Interesting. Du musst jetzt da auf uns springen, wenn er da auf uns. Ja, aber da kann ich mich ja auch nicht bewegen. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Guck, das ist immer. Der kommt nur auf den Boden, wenn Bombe ist. Und Bombe bedeutet immer. Bombe! Genau, Bombe ist halt nicht so Bombe. Problem ist ja auch, dass da erst so viel passiert. Der kann ja eher. Fuck. Ja, ich kann mich im Endeffekt immer dann, wenn. Immer nur ganz kurz bevor er eine Millisekunde bevor er nach unten. Wenn er nach unten geht, dann bleibt auch die Bombe fallen. Ich glaube, es ist in der Luft sein. Dann kurz bevor er unten ist, muss er nicht bringen. Nein, ich. Auch wenn ich in der Luft bin, denke ich nicht, dass er. Genau so in der Art. Oh! Ja, so geht's eigentlich total easy, ne? Ja, naja, nein, aber. Jetzt rennt er wieder weg. Hier ist nur noch ein Pilz. Oh nein, er wird safe riesig. Er wird safe. Das wird jetzt safe ein Riesengegner. Der kriegt auch einen Pilz und dann wird er gigantisch. Nein, er kriegt eine Feuerblume. Diese Wichser haben denen nicht eine Feuerblume gegeben. Du musst nur dreimal auf den drauf springen, ne? Ja, nur. Das Problem ist, der hüpft ja auch. Er hat dann nicht mal seine Feder. Doch, er hat seine Feder noch. Nein. Er hat nur noch. Aber er hat. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie. How to entkommen him. Das ist schwierig.
Und ich hab nicht so viel Leben. Es ist ja kein Item, sondern es ist nur dieser blöde Pilz. Oh, dieser Typ ist echt krass. Weil der ist ein riesiger Teil des Bildschirms, den ich nicht berühren darf, weil ich dort Schaden kriege. Guck mal, wie soll ich da rauskommen? Ja, das Problem ist, wenn ich über den Feuerwald drüber springe, dann hüpft er auf mich zu und erwischt mich. Immer. Jetzt play ich mal ein Part hier. Hurensohn. Hurensohn ist das. Oh. Laut, du bist gerade bei Selfen. Oh ja. So, David, du hast immer die Aufgabe, das Spiel neu zu starten. Dann muss ich die Hände nicht von der Tastatur nehmen. Ich hatte gerade den Ansatz einer Idee. How to entkomme him. Du darfst das Spiel neu starten immer. Yeah, yeah. Teamwork. Also richtig. Dann kannst du sagen, ich habe auch was beigetragen. ja, also hier darf man halt nicht auf ihn, und da muss man da einen großen Sprung machen. Richtig beschissen. Aber einfach Pfeili-Taste nach oben. Ja, ja. Dann läuft das ganz flüssig. Aber dann noch dran, dran zu denken, das ist schwierig. Das weiß ich. Ich hoffe einfach, das ist die letzte Phase dann, aber ich glaube nicht. Auf die Fresse, Fahrradkette. Mhm. Weil über mich drüber springt das Ding ja nicht, oder? Löst aus. Ich glaube nicht, dass das über mich drüber hüpfen kann. Im kleinen Zustand vielleicht, aber nicht im großen, auf keinen Fall. Ich hätte ihm gerne einmal Schaden gemacht, ohne dieses auf die Fresse. David, deine Aufgabe war es, das Game neu zu starten. Jetzt geht's immer aufs Wörter hin. Viel Erfolg beim Scheißen! Viel Erfolg beim Wario Niedermetzeln, ist das nämlich dasselbe. Nein, weil ich tue mir nur Scheiße an. Und du. Ist gut. Ha, gewonnen. Also nicht den Bossfight, sondern den Schlagabtausch. Aha. Aha. Was machst du? Okay. Das machst du jetzt. Ah, das war echt gut. Ey, Wario, du bist leicht im Kopf behindert oder so? Vielleicht? Hallo, ich bin dein Bruder. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe das Recht, das zu behaupten. Guck mal, du hast dir ein viel krasseres Item verpasst als mir. Ja, du bist richtig unfair. Unfair. Nicht cool. Ploing. Ploing. Da bei dem dritten dazu durchkommen soll, weiß ich noch nicht. Aber
irgendwie. Warte mal, habe ich das gerade geschafft, groß zu bleiben? Da müsste er ja jetzt gehen. Habe ich ihn jetzt besiegt? Das ist super. Oh mein Gott. Das ist wirklich gut. Epileptischer Anfall. Okay. Super. Oh mein Gott. Mario. Danke, Mario. Deine Quest ist vorbei. Das ist doch schön. Ende. Kann ich hier noch irgendwas machen? Zwei Stuff. Abspann halt. Anstrengendes Ding. Spielzeit 5 Stunden bei mir. Naja. Ungefähr von 8 bis 3. Mit Pausen. Aber anders als den ersten Teil finde ich dieses Spiel schon gut spielbar. Also beim ersten Teil hatte ich irgendwie echt noch Probleme, den Ansatz von Grafik zu erkennen. Aber hier finde ich, geht's jetzt echt. Hier sieht man, wo der Block ist. Und dann kannst du auf den Block hüpfen und musst nicht erraten, was jetzt was sein soll. Das ist gut. Schöne Sache. Ja, Testing Player bin ich. So. Ja, ein kurzes Projekt. Ich frage mich, was der da nächstes Jahr für mich anschleppt. Gibt es den dritten Teil? Schreibt es in die Kommentare. Bitte nicht. Naja, war eigentlich auch ganz lustig. Diese Schweine. Jetzt war ich so fleißig den ganzen Abend, jetzt darf ich ins Bett. Ach, Mario. Mario Land 2. Dann denke ich, bedanke ich mich und sage auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ciao.